So, grüßt euch, da bin ich wieder, der Spitzengärtner vom Gemeindewald. Und jetzt habe ich die Zucchini gesehen und da habe ich gedacht, da mache ich jetzt schnell ein Video, weil da gibt es ein paar Sachen zum Beachten. Und zwar folgendes, da seht ihr ein bisschen ein Mehltau, das ist nicht das Problem. Das arbeitet eure Pflanzen wahrscheinlich nicht auf. Außerdem haben die so silbrige Steine an die Blätter, das ist kein Mehltau, das ist von Haus aus so, aber das natürlich schon, das ist eine echte Mehltau. Das macht aber nicht viel. Was entscheidend ist, ist nämlich ganz was anderes. Und da gehe ich jetzt einmal ganz dicht hier, damit ihr das seht. Moment. Da sind die weiblichen Blüten, die männlichen Blüten, die stehen also nach oben. Ja, die männlichen sind so an, gell? Und wenn die verfaulen da oben, dann fallen sie runter und dann fallen die genau auf den Stamm auf. Und wenn es dann auch noch regnet, dann fällt der Stamm. Da sieht man es, da hat er sich gerade noch erholt, da hat es nicht lange genug geringt. Das ist verholzt, da geht nichts mehr rein, kein Bakterium und kein Schwammerl. Aber da jetzt, weil es jetzt ein bisschen lang geringt hat, das ist batzig und also da fällt jetzt die Pflanzen ab. Also da kriegen wir jetzt nicht mehr viel. Vielleicht eine Woche noch, dann sind die Pflanzen schwach und das war's dann. Also das ist wichtiger, dass du da aufpasst, dass nicht so verblühte oder von den Schnecken zerfressene Blüten da liegen bleiben und dann regnet es und dann wird es faulig und dann fault es nämlich in den Stamm rein. Und dann ist die Pflanzen relativ schnell kaputt, obwohl es so noch schön war und gesund. Das ist wichtiger, wie wenn es was jetzt gegen einen echten Mehltau. Der arbeitet euch Pflanzen nicht so auf. Das ist viel schlimmer da und da denkt man oft nicht drauf. Also jede Blüten, wo dann auffällt, müsst ihr ab und zu mal schauen, es erntet ja sowieso und beim Ernten, aha, denkt ihr drauf, Blüte weg. Und dann schaut ihr, wo da im Stamm vielleicht der Blüten ist oder ein Dreck oder ein Stückel gefauliges Blattel. Dann müsst ihr sofort runter da von dem Stamm, von der Zucchini, von dem Zucchini-Stamm, weil das sonst nicht fault. Und dann habt ihr nichts mehr von der Zucchini. Weil hinten, da treibt nichts mehr aus. Die hat nur vorne einen Vegetationspunkt. Alles klar, das wollte ich euch bloß mal sagen, damit ihr da Bescheid wisst. Macht es gut, bis wieder was Herz von mir, euer Spitzengärtner vom Gemeindewald.